So, und willkommen zurück bei Let's Play Assassin's Creed Revelation Folge 34. Wir öffnen ganz schnell die Tür zum nächsten Schlüssel und ein Ladebildschirm, Ladebildschirm. Ich habe mir gerade so vor der Aufnahme die Seele oder die Lunge aus dem Hals gehustet. Ich hoffe, ich schaffe das jetzt noch alles irgendwie. Wie, durch die Abwasserkanäle, wie lecker. Was hast du Ne? gefunden? Einen Schlüssel? Irgendeine Art Tür, doch sie ist fest zugemauert. Ah, vielversprechend. Der erste Schlüssel lag hinter einer ähnlichen Tür. Ist das so? Und wie öffnet man diese Tür? Gar nicht. Überhaupt nicht. Ach. Es war das Erdbeben. Die Pedocha. Aber wir haben nur ein paar Fässer Schießpulver. Das sollte reichen. Und tut es das nicht, holen wir mehr. Na, jetzt ist dieser Idiot ausgerechnet aufgestanden. Assassine! Los, los! Genau, also, Forum Bovis. Ein Hinweis der Polo-Brüder führte Ezio zum Forum Bovis. Leider sind die Templer auch schon dort und suchen. Volle Synchronisation, keine Gesundheit verlieren. Keine Gesundheit verlieren heißt kein Fallschaden, kein Schuss abbekommen, kein sonstiges. Ach du Scheiße. Aber das schaffen wir schon. Schauen wir mal. Akzeptieren und die Templer verfolgen. Ihr kommt hier nicht lebend raus. Eine Minute. Ah, Sichtweite. Sicht. Oh, ach du Scheiße. Warnung. Wenn sie ins Wasser fallen, werden sie desynchronisiert. Das ist ja super. Wo geht's lang? Da muss ich da vielleicht irgendwo hoch? Nein, na, jetzt rauschen schon wieder Missionsberichte durch. Ah, da geht's lang. Okay, weiter geht's. Ui, wir haben nur noch 45 Sekunden Zeit, um wieder in den Sichtweite zu kommen. Ja, wo sehe ich sie denn? Ne? Wo lang? Wo sind sie denn? Ich sehe sie nicht. Ah, da unten fahren sie. Ah, laufen wir einfach hinterher. Auf geht's. Wow, die schießen auf uns. Krass. Das war ja gerade ziemlich knapp. Na los, verzieht euch. Lasst mich weiter alleine. Ich darf ja keinen Schaden bekommen. Und nicht ins Wasser fallen. Das ist voll schon. Naja, nicht so berauschend. Ah, geschafft. Weiter Sprung. Im Multiplayer schaffe ich den nie. Da verkacke ich es immer. Wow. Wow. Idioten, hört doch mal auf, um mich zu schießen. Ui, Ezio, fall bloß nicht ins Wasser, du Sau. Okay, weiter geht's. Ja, ich bin irgendwo. Ja, wenn ihr müsst aufpassen, wenn ihr schießt, nicht, dass ihr eure eigenen Sprengstofffässer trifft. Das wäre nicht so vorteilhaft für euch. Na, aber so gut schützen sie uns anscheinend nicht. Ja, damals waren ja auch die Gewehre noch nicht so zielgenau wie heute. Ich glaube, Ezio wäre, wenn es ein modernes Gewehr gewesen wäre, schon lange irgendwie fünfmal getroffen worden. Okay, dann geht's hier weiter. Oh, eine Seilrutsche. Immer gut. Wow, das war gerade auch wieder ziemlich knapp. Na, Ezio, lass dich bloß nicht aus der Ruhe bringen. Hilfe! Immer weiter, schneller. Wow! Weich bloß aus. Und jetzt lauf schnell, bevor der Bogen wird. Nein, der Bogen. Bricht der Boden weg? Ja. Ach du Scheiße. Hui. Schnell durchs Gebälk. Weiter Sprung. Hui. Und weiter. Ach, gleich neben den. Vor allem, weil die jetzt ihn jetzt hat nicht treffen. Ich meine, hallo, der ist ja gleich nebenan. Okay, da geht's lang. Gut. Einmal hier nach oben. Einmal rüber. Und wieder Seilrutsche. Okay, in der Seilrutsche ist natürlich ein bisschen schwerer, ihn zu treffen. Aber wenn er so rumläuft, ja, ich weiß nicht. Oh, und hier einmal weiter. Und schneller, weiter hoch, Sprung und weiter die Wand hoch. Ui, das wird ja echt gut, dass Ezio nicht aus der Puste kommen kann. Auf geht's. Da fällt mir gerade ein, es gibt ja einen Erfolg. 300 Meter ununterbrochen. Oh. Wow. Wow, 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 Ezio, halt dich fest, du darfst nicht ins Wasser fallen. Ach du Scheiße, jetzt verschwenden die auch noch ihre kostbaren Fässer Dynamit. Oder Sprengstoff, was sie da haben. Die haben doch nicht so viele, haben sie doch gesagt. Ja, egal, auf jeden Fall, was ich sagen wollte. Es gibt hier einen Erfolg, oder sagen wir, eine Aufgabe von den Dieben. 300 Meter ununterbrochen sprinten. Wow, das war jetzt auch wieder gerade ziemlich knapp. Hey, ich bin... Ey. Wow. Habt ihr gerade ein Fass fliegen sehen? Ich habe kein Fass fliegen sehen. Wow. Da schon. Hä? Wieso explodiert auf einmal alles? Komisch. Die werfen noch gar nicht. Die haben jetzt noch vier Fässer an Bord. Hm.
Und wenn das nächste explodiert, muss man nachzählen, wie viele noch da sind. Na, und weiter geht's. Oh. Die Templer von der Seilrutsche aus eliminieren. Machen wir doch. Wow, wow, wow. Ach, scheiße, Wasserfall. Fuck. Ah, zum Glück kann Ezio schwimmen. Okay. Boom, hat's gemacht. Das brennt, das brennt. Oh, die rappeln sich aus und Ezio steht natürlich schon wieder da. Na, wie steht's hier? 4 gegen 1. Na okay, welche Waffe nehmen wir? Bomben? Ne, Bomben brauchen wir jetzt keine. Nehmen wir das Schwert. Und die Giftpfeile. Giftpfeile sind immer gut. Nehmen wir den einmal. Und den auch einmal. Gut, dann haben wir schon mal 2 weniger. Sind die Chancen doch mal mehr. Und oh, schon wieder einer weniger. Und den kriegen wir auch noch schnell. Na, komm her mal her. Uiuiuiui. Ach du Scheiße, der hat ihm einmal in die Brust und dann schön in den Hals gestochen. Und die führen immer noch ein Tänzchen auf. Können die ein bisschen schneller sterben. Ui, mein Zimmer ist gerade ziemlich kalt. Pyrit-Münzen haben wir bekommen. Pyrit-Bomben haben wir auch noch nie. Oh. Der hat ja noch gelebt. Hahaha. Pyrit-Münzen oder diese Pyrit-Bomben haben wir auch noch nicht ausprobiert. Bin ich mal gespannt. Gut, damit wetten wir das geschafft. Und die Mission war auch. Geiseln befreien war auch erfolgreich. Gut. Dann... Oh, wir können unseren Assassinen einer Feste zuweisen. Und das ist nicht schlecht. Klebriger Harzbeutel, die sind immer gut. Und wir haben keine Gesundheit verloren. Sehr schön. Britisches Pulver, mhm. Was haben wir noch so? Ich weiß es gerade gar nicht. Oh, Geld und Schwefel. Ja, auch gut. Aufschlaghülse haben wir schon leider voll. Sollten wir wieder an mehr Bomben herstellen. Und Schwefel. Gut. Wieso ist es in dem Bereich? Dann schauen wir doch mal, ob wir hier irgendwo was finden. FV ist die Taste. So machen. Ah, da hinten sind 3 Teile. Halt, jetzt möchte ich mal wissen, kann man das auch so erkennen? Ist da was? Ja, also das ist doch ziemlich offensichtlich, dass es die mittlere Tür ist. Dann probieren wir das mal aus. Hier, Ziel lokalisiert. Okay. Die versteckte Tür öffnen. Geht natürlich nur, wenn es aus ist. Ne? Logisch. Okay. Quatsch. Wir fallen mit der Tür ins Haus. Ui, und ein Schlüssel. Den Massiv-Schlüssel beschaffen. Auf jeden Fall gerne Umschalt drücken zum Interagieren. Sehr gut. Dann hätten wir das auch geschafft. Dramatische Musik und geschafft, Forumboses. Bovis, 100% Synchronisation. Geschafft, abgehakt, passt. Gut. Wieder Ladebildschirm. Und, ui, Faustkampf. Ja, Faustkampf wäre auch mal wieder was. So eine Runde Boxen. Ja, könnte man schon mal wieder machen. Und hier quellen wir uns in der Nähe vom großen Nymphäum aus dem Abwasserkanal. Da muss ganz schön stinken. Jetzt sollte man wieder duschen gehen. Vielleicht hüpfen wir auch irgendwann mal ins Wasser. Extra, damit wir noch ein wenig frischer werden, unsere Klamotten. Und ich orientiere mich, glaube ich, jetzt gerade. Und suche, was wir als nächstes machen werden. Ich weiß es nämlich nicht, weil diese Aufnahme ist schon wenig länger her. Gut, und ich synchronisiere das ja gerade am Hochladedatum. Also wenn ihr das heute guckt, wenn ich es hochgeladen habe, dann habe ich es wahrscheinlich vor einer halben Stunde oder so gerade synchronisiert. Gut, hier, wir wollten ja noch die letzte Templerfeste einsammeln und wir gehen jetzt einfach mal dahin, ohne uns einen Wegpunkt zu setzen. Aha. Weiter geht's. Da ist eine Kiste. Die nehmen wir doch mit. Immer gerne. Phosphor voll. Ah, schon wieder voll. Das bringt nichts. Ich möchte mal wissen, das wäre mal interessant, wenn man eine Truhe plündert und man hat allerdings die Komponenten schon auf voll. Und wenn man später dann mal vorbeikommt, dann werden wahrscheinlich, weil es ja logisch ist, die Kiste wahrscheinlich nicht mehr plünderbar. So könnte ich mir das vorstellen. Ist aber leider ein bisschen
doof. Weil ich glaube, wenn ich von einer Komponente nichts mehr tragen könnte und in der Kiste ist noch was, dann könnte ich ja eigentlich die Kiste wieder zumachen und es da drin lassen. Das wäre doch viel besser irgendwie. Ui, das scheint mir... Wir laufen gerade... Wo laufen wir denn eigentlich hin? Genau, wir wollten jetzt zur Templerfeste kommen. Was sieht mir hier... Ist das die Templerfeste? Nee. Wieso stehen da Wachen vor? Lassen die uns da durch? Nee. Da oben ist noch ein Aussichtspunkt, den holen wir uns doch. Dann können wir hier hochklettern. Scheint mir wahrscheinlich wieder so eine wichtigere Moschee zu sein. Vielleicht die Moschee des Sultans oder so, wo wichtige Leute drin beten. Aber ich weiß es nicht. Ich glaube, es kam auch keine irgendwie Tabulator-Taste drücken, um hier jetzt Informationen dazu bekommen. Ah, und ich bewundere immer wieder dieses Detailreichtum hier mit den Löchern in diesen Wänden da. Kreise und... Oh! Daten, Animus-Fragment. Das habe ich jetzt gar nicht geblickt. Auf einmal Spling. 31, gut. So soll es sein. Und die ganzen hier, diese ganzen Ornamente hier, überall. Voll krass. Also irgendwann, wenn ich mal nach Istanbul komme, dann klettere ich auch mal so einen Turm hoch, um zu sehen, ob die dann auch so detailreich sind in dem Spiel, wie sie in Wirklichkeit sind. Und hier synchronisieren wir mit einer malerischen Aussicht von einem Turm. Wow. Da gibt es manche Türme. Ah, wir sind auf Fatikami oder so. Hier, Fatikami mit zwei I. Ich wollte eigentlich auf die Karte klicken und nicht auf die hier. Okay, wir müssen ein bisschen noch südwestlicher. Nein, 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 scheiße, falsche... Oh, zum Glück haben wir die Fallschirme. Ach du Scheiße, habe ich mich gerade gerissen. Dann habe ich doch glatt beim Abspringen auf die Fall in die falsche Richtung gedrückt. Ja, wie gut, dass wir die Fallschirme haben. Ui, das wäre beinahe in die Hose gegangen. Hm, das sind noch mehrere, ganz viele Wachen irgendwie. Hm, da oben steht... Oh, der wieso beobachtet er uns? Wahrscheinlich, weil wir gerade geklettert haben. Wie machen wir den Gift? Nochmal Gift. Ah, da hat uns schon wieder einer auf dem Kicker. Verstecken wir uns doch mal lieber hier. Ich glaube, der hat nicht getroffen, weil der Baum im Weg war. Aber der hat uns schon wieder einer auf dem Kicker. Dann verstecken wir uns doch lieber nochmal. Oh, und da kämpfen schon wieder welche. Das finde ich ja immer lustig, wenn die sich gegeneinander bekriegen. Hey, oh, da ist schon wieder einer. Na, jetzt würde ich ihn nicht treffen. Scheiße. Und jetzt hat er uns... Ah, toll. Jetzt hat er uns natürlich gesehen. Super. Nehmen wir unser Schwert oder der Dolch. Oder Hakenklinge. Oh. Nehmen wir die Hakenklinge. Einmal ausweichen und... Einmal... Oh, wow. Blutig, blutig. Na? Ah. Ich wollte eigentlich den anderen da angreifen. Nicht den, der da stand. Den habe ich gar nicht gesehen. Gut, dann machen wir den... Hä? What the fuck? Was war das denn gerade? Na egal. Dann machen wir den einmal hier weg. Ach, der liegt auch sehr ungesund da, der da liegt. Ui. So, und da ist die Folge auch schon vorbei. Der führt da hinten noch sein Tänzchen auf. Und ich sage, ciao und bis zur nächsten Folge. Oh, der ist jetzt gerade komisch gestorben. Naja.